und recht herzlich willkommen, liebe Gaming und liebe Filmfreunde. Mein Name ist Sirius und im heutigen Sirius guckt, wollen wir uns einmal gemeinsam Bumblebee anschauen. Das ist so eine Art Spin-off von der Transformers-Serie. Da geht es so ein ganz klein bisschen mehr darum, wie Bumblebee zu seinem Namen kam, also wie diese ganze Geschichte beginnt. Wird erstmalig von Travis Knight in der Regie begleitet und nicht von Michael Bay. Bin sehr gespannt drauf, soll sehr emotional sein, soll sehr gut sein und soll sich auch tierisch von den anderen Transformers-Filmen unterscheiden. Kam jetzt erstmalig 2018, um genau zu sein, kurz vor Weihnachten am 20. Dezember in die Kinos. Ist aktuell als Download auf allen üblichen Plattformen verfügbar. Ich gucke das Ganze jetzt bei mir über Apple, da ist es in 4K und auch in Dolby Atmos verfügbar. Beste Quali on demand sozusagen. Wir schauen mal gemeinsam rein. Ich sag dir mal was. Ich sag dir mal was. Ich sag dir mal was. Nicht der Fahrer sucht sich das Auto aus. Nicht der Fahrer sucht sich das Auto aus. Nicht der Fahrer sucht sich das Auto aus. Sondern das Auto den Fahrer. Fahrer. Das ist eine mystische Verbindung zwischen Mensch und Maschine. Jetzt war ich gerade bei der Szene, ich habe mal kurz auf Pause gedrückt, wo die neue Hauptdarstellerin, das ist Hailee Steinfeld, die kennt man vielleicht aus True Grit. Das war so ein Western, der ist nochmal neu verfilmt worden. Mit ihr, Matt Damon und mit wem noch? Mit Jeff Bridges, glaube ich. Ursprünglich mit John Wayne. Da hat sie schon eine ganz tolle Rolle gespielt. Hier spielt sie so ein Mädel, die gerade 18 wird, ne? Und so dieser typische Underdog. Spielt halt 1987, ist auch so 80er-Jahre-Musik und so. Finde ich persönlich alles sehr cool, weil ich war ja selber in den 80ern Teenager. Passt schon mal richtig gut. Und so ein bisschen dieses Klischee, ne? Sie sieht so die jungen, schönen, anderen Teenager, die Kohle haben und so mit dem Dreier-BMW nach Hause fahren dürfen, während sie irgendwie so auf dem Rummel jobbt und die Aushilfskellnerin ist, mit dem Mofa fährt und naja, dann eben diesen kleinen gelben Käfer trifft, der eventuell, wir erkennen das natürlich an einigen Vorzeichen, ein Transformer ist. Wer hätte das jetzt gedacht? Das ist eine mystische Verbindung zwischen Menschen und Maschinen. Also was halt super ist, ist irgendwie so diese neue Familienkonstellation von er und einfach so dieser, der Humor ist irgendwie so ein bisschen anders geworden. Also es kommt einem ein bisschen mehr so vor, als würde man so eine Teenager-Komödie gucken und gar nicht, als wäre es der typische Transformer-Kracher. Also jetzt gerade so in den Parts mit ihr. Du sprechen? Ich werde dir nicht wehtun. Wie heißt du? Okay, das erste Zusammentreffen, jetzt wo er sich verwandelt hat, ist auch einfach mega sympathisch. Kennt ihr das, wenn so ein Film euch einfach so ein Grinsen ins Gesicht jagt, so, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hatte? Ich habe gedacht, ich gucke so den normalen Transformer und im Moment ist er noch absolut sweet. Musik kann dir helfen, deine Gefühle auszudrücken, Bee. Versuch's damit. Also ab und zu ist es echt unglaublich lustig und unglaublich anders. Also von mir aus müssten gar keine Transformer-Fights dabei sein, sondern der ganze Film könnte so weiterlaufen. Ist wirklich richtig, richtig smart. Weißt du, Menschen tun manchmal Schreckliches, wenn sie etwas nicht verstehen. Wenn die dich finden, zerlegen sie dich wahrscheinlich in irgendeinem Labor. Das wäre ganz schlimm, glaub mir. Die einzige Person, der du dich zeigen darfst, bin ich. Okay? Mal angenommen, wir fahren gerade. Wir fahren und plötzlich... Oh Mist, da kommt einer. Versteck dich, wie los! Ist das dein Ernst? So, da ist er gerade und soeben aus.
Wer hätte das gedacht? 114 Minuten, glaube ich, war angegeben. Also rund 2 Stunden. Oh, und Nachspann. Nicht spoilern lassen. Auf dich warten dort Freunde und die brauchen dich. Deshalb bist du hier, Bee. So, ich glaube, jetzt ist aber endgültig aus, da der Abspann läuft und die Schrift herläuft. Insgesamt, wie ich finde, bisher der sympathischste Transformers-Film. Irgendwie so der smarteste, was ich, glaube ich, vorhin auch schon mal so erwähnt habe. Also, was mir super gut gefallen hat, ist ganz einfach, dass wir viel mehr Handlung, viel mehr Story haben. Also es geht halt viel mehr um diese private Beziehung von Bumblebee und seiner Freundin. Und das Ganze kommt halt eben so mit diesem 80er-Jahre-Flair daher. Das ist für mich halt so, ne? Du hast total viele Anspielungen von Alf über Breakfast Club, wie Bumblebee Pong sieht und so. Oh mein Gott, war das toll. Und das waren aber alles so Anspielungen, ohne so total aufdringlich zu sein. Wisst ihr, ich hasse das, wenn einem so ein Spiel immer so, ja, guck mal, hier ist eine Anspielung, da ist eine Anspielung. Sondern es war einfach total smooth, so immer mit reingestreut und war total klasse. Also ich habe mich laufend gefreut auch über die Soundtracks, die immer so im Hintergrund liefen. Hab sehr viel gelacht. So. Ich kam mir so manchmal so ein bisschen vor, so wie bei E.T. oder Nummer 5 lebt, ja. Das fand ich, die schönsten Szenen waren eigentlich, wenn Bumblebee so als extraterrestrischer Roboter so die Erdgepflogenheiten erkundet hat und einfach mal durchs Wohnzimmer gestampft ist. Gibt es irgendwen, der dir helfen kann? Hast du eine Familie? Oh, mich? Gott, ich bin sowas von erledigt. Naja, und dann immer wieder so Herbie. Ja, also so, dass er ein Käfer ist, ist halt auch mega sympathisch. Da kommt am Ende auch nochmal so ein kleiner Gag zu und großartig. Also wirklich schönes Popcorn-Kino. So Popcorn-Kino, wo man sonst bei Transformers ja nur gewohnt ist, dass von Michael Bay so typisch Funken fliegen, die Action irgendwie so, bam, dir nur um die Ohren fliegt. Das hast du hier auch stellenweise, aber es zieht sich halt viel, viel mehr roter Faden durch. Also es zieht sich viel mehr Geschichte dadurch. Alles, was passiert, auch actiontechnisch, macht irgendwie auf einmal mehr Sinn, weil es halt in der Handlung eingebunden ist. Mir hat es gut gefallen. Also von mir absoluten Daumen nach hoch. Überraschung, auch für mich. Ich habe jetzt gedacht, ach, da kommt wieder so ein typischer Transformer. Aber wirklich wesentlich besser, noch besser als die letzten Parts. Ich hoffe, das Video hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Dank der Trailer auch einen kleinen Eindruck zum Film geliefert. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein. Zerstört das Ding! Los, werf ich sie! So können wir sie aufhalten. Du hast mich. Und ich lass dich nicht im Stich. Sehr cool, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und dafür gibt's auch was zu gewinnen. Schreib einfach in die Videokommentare, warum ausgerechnet du das große Bumblebee-Fanpaket mit Hoodie, T-Shirt, Trinkflasche, Rucksack und vielem, vielem mehr gewinnen solltest. Teilnahmebedingungen sind auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche dir viel Glück dabei.